Wie auch immer, wir gehen schlafen, würde ich sagen. Und beginnen den freien Tag, um den es eigentlich heute in diesem Part gehen sollte, dachte ich, aber... Never mind that. Elliot, da bist du ja. Du siehst fast erwachsen aus. Ja, es gibt wirklich viel zu erzählen, hä? Huh? Ein Tag vergeht und wir haben unseren freien Sonntag. Ich bin mal sehr gespannt, was wir jetzt genau hier machen werden. Ich meine, an sich haben wir gerade noch keinen Grund, Quests von Thor im Briefkasten zu haben, wie sonst immer der Fall war. Aber trotzdem gehe ich davon aus, dass wir wieder Sidequests haben werden und wieder mit Leuten Zeit verbringen können. Das ganze Übliche halt so. It's only 9 AM, huh? I bet most students are out and about for their club activities already. I should head out myself. Ja, und du konntest dir erstmal schön einen ruhigen Morgen machen, einfach nur jetzt Lehrer bist, huh? Phew, really talked up a storm last night. Can't believe Prince Oliver set up a communication network just for Class 7. He's done so much for us. I can't thank him enough. Verständlich, verständlich. Alright, first off, I should check the streets by the station. Funktioniert der Spiegel wirklich? My first 3 days as a teacher, time to get started. Warte, bin ich jetzt noch im Raum? Bin ich noch im Raum? Ich habe wieder Bonding Points. Ich weiß, wie Bonding Points funktionieren. Aha. Okay. Ich kann, so oft wie ich Bonding Points habe, mit Leuten Zeit verbringen. Und dadurch steigt unser Bond. Das ergibt Sinn. Der Spiegel funktioniert wirklich! Holy shit! Ich weiß, es ist nichts Besonderes mehr, aber... Das kann's doch nicht, das kann doch nicht wahr sein! Das ist ja richtiges Raytracing quasi! Ist das Raytracing? Ich habe keine Ahnung, was genau die Definition von Raytracing ist. Aber das wirkt ziemlich akkurat, die Spiegelung. Das ist so krass, Das Spiel hat kein Budget, aber ein Spiegel, der funktioniert. Kein Budget, aber ein Spiegel, der funktioniert. Ja, so kann man es nennen. So, ich denke, wir gehen erstmal direkt raus hier. Hier wird wohl niemand mehr sein, außer da unten, wo ein Event ist. Nicht wahr? Wir können direkt wieder baden gehen. Ja, wenn wir gerade schon dabei sind, ne? Dann machen wir es doch erstmal direkt wieder gemütlich. Ja. Ich bin zwar gerade jetzt aufgestanden, also weiß ich nicht, wovon du redest, mit den ganzen Schweiß wegwaschen, aber... Was auch immer du sagst. Ich kann auch ein bisschen Vorsprung, glaube ich, kann ich? Kann doch vorspulen, oder? Ja, genau, damit. Ah. Seems a bit too indulgent to take a bath in the morning like this, but still. Ah, this feels amazing. Was war... Achso, auf der anderen Seite der Wand, oder was? Maybe it's a bit too indulgent to take a bath in the morning. Ja, das kenne ich. Das Gefühl. Wer ist das? Toa? Ach, Toa! Oh, ist das Yurin? Ach, schön, dass man sie einfach hier hören kann. I guess the baths are connected via the ceiling. I'm guessing it was built that way intentionally. I'm sure some of the students won't like that, but military school is all about toughing things out. Ich meine, es ist doch schön, dass man wenigstens miteinander reden kann, weil man sie schon nicht sehen kann dabei. Yeah, not to mention that in the actual military, they've got one facility and the men and women need to take turns. But this bath seems pretty new, huh? Oh yeah, apparently this building used to be a noble's mansion. But I heard when they were building the branch campus, Principal Aurelia paid for the baths to be renovated out of her own pocket. Mein Gott. Out of her own pocket, that's not extravagant, extravagant, so, my god. Though, now that I think of it, she is a countess. I forget that sometimes. Yeah, I think she's actually extremely wealthy. I'm starting to wonder if it was her idea to leave the ceiling connected to the... in the bath here. Probably to remove the walls between men and women, or something like that. Ist ja auch eigentlich ein schöner Gedanke. I can definitely see her doing something like that. Well, I grew up with hot springs, so it doesn't really bother me at all. Ah, that's right, you're from Amir, a Herbonia's very own hot spring paradise. Oh, that takes me back. I haven't been there since fall of 2 years ago. You let me come along with you in class 7. Yeah, Dr. Sarah, Sharon, Angelica and George were all there too. Ach, das war das, was rausgeschnitten wurde, ne? Das, ja, der große Ausflug, genau der, den es nur irgendwie als Hörspiel gab. In Japan. And Crow too. At least the Baron and his wife took such good care of all of us. I really miss that place. I'd like to go there with everyone else again.
school year's just begun, and we don't know what to expect. We don't even know what future Arbonia itself is headed for towards. But if we persevere and overcome all the challenges before us, another chance will come again. And we'll be able to go on a trip with all our friends and finally relax. Rain. Yeah, let's make that day a reality. Ja, wird auf jeden Fall noch kommen. Wir werden auf jeden Fall auch die anderen wieder treffen. Ich meine, das ganze Kapitel heißt Reunion. Welche Reunion? Mit wem? Oh Gott. Tihi, I think we might have stayed talking in the bath too long. I'm going to head to the campus. How about you? Ja, ich wohl auch. A lot of them are still trying to figure out what club to join. I see. Well, good luck. Don't forget, today's technically a day off for us, so be sure to do something fun too, okay? Also, here you go. Und Fruit Milk. Okay, ich bekomme wohl immer Geschenke, wenn ich hier mit jemandem baden gehe. Auch gut, auch gut. Ja, und unser Bond steigt natürlich an. Mit Randolph ist mein Bond aber nicht gestiegen, oder habe ich das gerade ausgeblendet, als es passiert ist? Weil das würde ja heißen, dass wir niemals ein Partymitglied sein werden. Also er wird niemals ein Partymitglied sein, ich bin ein Partymitglied natürlich. Oh Gott. Ich bin sehr gut im Reden. Mrs. Morgana? Oh Gott. Oh, Instructor, good morning to you. Good morning, I seem to see you working hard every morning. Here's a plant of flowers of leaves, I like my children. Rosalina flowers are about to fall, the season for new buds to sprout is nearly upon us. I hope you take some time to admire them every once in a while, Instructor. I certainly will. Thank you for all your hard work. Schön, schön. Ich werde auch immer wieder mit allen hier reden. Oh Gott, das ist... Wir werden in diesem Spiel niemals Fortschritt machen, habe ich das Gefühl übrigens. Aber das ist okay, oder? Das ist okay. Wir haben ja auch genug Hauptquests, die wir noch erledigen müssen. Genug Orte, die wir so vorbeigucken müssen. Was ist das hier für ein Ort? Sind das Brettspiele? Das sieht aus wie Brettspiele und das sieht aus wie Bücher. Also wohl insgesamt eine Bücherei, aber trotzdem. Warum sind da Brettspiele? Sind das Brettspiele? Ah, okay. Carnegie Books and Games. Like the name implies, it sells books and a ton of toys to boot. Looks like a pretty nice place. Ja, würde ich auch sagen. Ich kann aber nur Bücher und Accessoires kaufen. Och, Mano. Ich will auch Spiele kaufen. Lass mich Brettspiele kaufen, die es hier gibt. Schön eigentlich. Und da ist ja auf jeden Fall auch Schach. Kein Shogi, nur Schach. Aber so ist das wohl, ne? Oh well, if it isn't the talk of the town. Good morning. Are you here to get some teaching materials? If so, I recommend this. Thank you. What's in this box? Oh, pardon me, this is a board game. I've been looking forward to this game, and it was finally released. Oh, das kenne ich. A board game is like chess, right? They may not be very popular throughout the Empire, but there are many more board games besides chess. We also have plenty of card and puzzle games. I used to play a card game called Blade. Oh nein, bekomme ich das jetzt auch schon wieder? I used to play Blade a lot too. Another card game has gotten really popular lately. I'll show you it next time. Thanks. She's really into games, it must be a hobby. Please take, this is a token of our acquaintance. Okay, ich bekomme ein erstes Kapitel von einem Buch, was ich wahrscheinlich nicht sammeln werde, also brauche ich es euch gar nicht zu zeigen, ja. I hope you enjoy it. Thanks for everything. Novel, it might be good for a break. Ja, und heute sollen wir auch eigentlich Pause machen, nicht wahr? Kann ich noch sonst irgendwas kaufen zu lesen hier? Ich wollte nicht reden, ich wollte, tut mir leid, kaufen. Ah ja, die Imperial Chronicles Nummer 1. So. Die würde ich nämlich hingegen schon gerne zeigen. Ich hätte aufpassen sollen hier, ne? So, da. Books. Imperial Chronicle, Issue 1. Ich scrolle da mal so durch für euch. Und lese mir das nach der Aufnahme durch, denn ich habe gerade nicht mehr so viel Zeit. Ich möchte gerne noch diesen Part zu Ende aufnehmen, der mittlerweile schon zum zweiten Part geworden ist. Weil, das alles ziemlich lange gedauert hat und, ja. Ja, genau, okay. Was macht ihr hier draußen alle? Warum sprecht ihr alle mit Sydney? Nice! Look at all these cuties! Hey ladies, how about I show you around leaves? Even though I don't know the place myself. You're funny. Oh, I wonder if he knows him. He might, he's dressed like he's a student here. Meint ihr mich? You ladies need help with something, just leave it to me. I don't think those girls are locals. Did they go out of their way to come here? Sidney's got some guts to go up and talk to them like that. Ja, auf jeden Fall. Ob das was Positives ist oder nicht, ist eine andere Frage, aber
Ihr meint wohl nicht mich, sonst hättet ihr mich wohl mittlerweile bemerkt beim Anstarren, ha? Ja, ich denke mal schon. Aber wen meinen sie denn dann? Randolph? Aber der ist doch gar nicht berühmt. Ich bin auch hier die Berühmtheit. Oh nein, Angeln. Oh nein, Angeln, ich merke schon. Und du bist hier, okay. Ja, aber der Punkt ist, hier bekomme ich wohl gleich eine Angel in die Hand gedrückt. Wobei, ich habe ja auch gerade noch kein Blade in die Hand gedrückt bekommen. Und die will mir anscheinend ein anderes Kartenspiel zeigen. Gibt es also ein neues Kartenspiel? Ein anderes als Blade. Ich bin mal gespannt. Oh Gott. Hey, young fella. Wanna talk over here? Nee. Natürlich, deswegen bin ich hier, glaube ich. Sorry for talking to you out of the blue. Are you an instructor from Thor's new branch campus? Not to mention the famous Ashen Chevalier. Oh, well, yes. I see, boah. You're an impressive young man. So I'll give you this. I'm sure you'll make better use of it than I. Ah, natürlich, eine Angel. It's a latest model from the Lakelord Company. Oh, you're a fisherman too. My friend from school was in the Imperial Fishing Club, so I've dabbled a little. Oh, you don't say. The Imperial Fishing Club is the pride of the Lakelord Company. When I was young, I traveled all over the continent of Zamuria. Used some of my connections to join the Fisherman's Guild, headquartered in Lebeau. The Fisherman's Guild? They are like the Imperial Fishing Club's rival. They used to hate each other, but now they are on good terms. The fishing gear I gave you was recently given to me by the Lakelord Company. I see. But even so, I can't accept such an extravagant gift. No, it's fine. I'm just doing my part to spread the love of fishing. In fact, if you can fish more and teach your students how, that would be great. See, fishing could be a good facilitator for communication. Thank you, I appreciate it. You're welcome. You take this too. Kuda? Achso, ja, genau. Und ein Fishing-Buch. Und ist das für... Achso, ja, für die Fische, die ich fange, natürlich. Okay. Bla, bla, bla. Also, if you bring me some fish, got a variety of items to trade for them. Das dachte ich mir schon fast. Zum Beispiel auch eine bessere Angel. Bla 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 bla. Ich kann angeln. Ja. Warte mal. Sind das da. Sehe ich gerade eine ganze Menge Angeln, die es gibt? Warte mal. Ich muss mal ganz kurz hier reingucken. Shop. Bei. Nee, das, ach doch, da. Okay, das sind eine ganze Menge Angeln. Das sind wesentlich mehr Angeln, als es in den Vorgängern gab. Da gab es nur 3 Stück, glaube ich, im Laufe des Spiels. Ich spare, denke ich mal, auf die einfach direkt. Früher oder später werde ich schon das Geld dafür haben. Also jetzt noch nicht. Noch eine ganze Weile nicht, aber. Warum soll ich mir die Sachen dazwischen noch kaufen? So viel ist es auch wieder nicht an Geld. Da lohnt es sich nicht, irgendwie die Zwischenstufen zu kaufen. Nur dafür auch noch Geld zu verschwenden, halt, meine ich damit. Ich könnte mit dir ein Bonding-Event machen. Ob ich das will, ist eine andere Frage, aber ich habe auch Sarah nicht. Na, ist das Ding. Kann ich mal gucken, mit wem ich alles Zeit verbringen kann? Nee, nur mit euch beiden gerade. Ich kann mir noch nicht die Schule gerade angucken. Warum nicht? Naja, ich denke drüber nach, würde ich sagen. Ich denke drüber nach. Ich meine, vielleicht... Sie freut sich halt wahrscheinlich und ich, lerne sie halt zumindest besser kennen. Vielleicht verstehe ich da ein bisschen besser, warum sie so ist zu mir. Ja, vielleicht ergibt das irgendwie Sinn, aber... Mal gucken, wen ich halt alles zur Auswahl haben werde, bevor ich mich dafür entscheide. Macht nicht Sinn. This is the first time I've come here during the day. But it's a really nice place. I should order something. Und ja, hier kann ich mich auch heilen. Aber toll, dann ist es ja... Wobei, es ist ja nicht umsonst hier. Hier muss ich Geld bezahlen, im Gegensatz zu den Hot Springs. Und ich kann mir hier was beibringen lassen. An, ja. Nahrung. An Kochnahrung, genau. Thank you for taking care of my daughter, Gina. I hope she isn't causing any trouble for you. Ach so, sie. Ja. Oh, absolutely not. She's even making time to help out at the school cafeteria. She's really bailing us out. I'm sorry she's only able to help you during the day. But I'm glad that the school is really short on staff members. She's the daughter of a tavern keeper, so she can get pretty rowdy, but I hope she continues to be helpful. Thank you. My father's a tavern keeper. He's such a nice person. I've heard that he takes extra good care of his students. I need to thank him. Ja, das würde ich gerne haben, glaube ich. Habe ich jetzt gelernt. Juhu! Piled Onion Rings. Ja, und ich kann hier jedenfalls, resten. Hä? Achso, da gar nicht resten. Für 100 Myra. Ist halt auch nichts, ne? Also, ob man jetzt 100 Myra bezahlt oder ob man gratis in das Spring baden geht, ist auch irgendwie...
egal, aber... Und hier bekommt man dann noch Leben und so dazu, ich weiß nicht, hier ist es alles komisch. Yo, Schwarzer, you here for a drink too? Randolph, wait, you're not drinking, are you? Don't worry, ich hab zwar rote Haare, aber ich hab keine Brüste, also von daher... It's not what it looks like. Guy in my position can't go around knocking back the hard stuff. Well, not during the day at least. No, that's the stuff. I'm telling you, it's not non-alcoholic. What's the atmosphere makes the drink, you know? Daisy, pull me another. I'll be right there. Sheesh, don't overdo it. He's acting like he's already a regular here. Is he doing it on purpose? Or maybe this is just how he always is? Ja, ich meine, das erinnert mich ja wie gesagt an eine gewisse andere Person, würde ich sagen. Ich weiß nicht, von wem ich rede. Ach, wann kommt sie bloß dazu, zu dem Ganzen hier? Ich meine, ich weiß, dass sie spätestens in 3 Monaten wieder dabei sein wird, nur... Ich frage jetzt halt auch, wie fest, vielleicht ist sie auch immer nur so ein ja, temporäres Mitglied, was mal auf Mission dabei ist und... Es wird wahrscheinlich nicht hier anfangen zu arbeiten, ne? Haha. Meh. Lapin Boutique seems to be a privately owned clothing store. They have clothes for both men and women, as well as miscellaneous goods and stuffed animals. Well, this might be a good place to get a gift for Elise. Ja, zum Beispiel eine Mischi-Plushie. Genau. So, was kann ich genau hier kaufen? Zeig mal. When I heard that a military-related school was going to be created, I was really worried. But then a really cute and small instructor came by to say hi. Maybe I was a little hasty. Most importantly, I'm happy to see all the students coming here. Hope they all like the clothes I make. Ja, Toa ist schon ein wahrer Cutie, ist schon richtig. Ich kann... Warum kann ich rote Haare für Rin kaufen? Warum sollte ich rote Haare für Rin kaufen wollen? What? Okay. Ich habe übrigens Geld. Ich könnte mir jetzt rote Haare für Rin kaufen. Das ist ja grauenhaft. Warum sollte ich das denn tun? Ich weiß nicht, aber ich will es eben gerade tun. Aber es fühlt sich so falsch an. Weil es sind rote Haare. Nein, das tue ich jetzt nicht. Wir lassen das jetzt einfach. Es geht aber theoretisch. Wir wissen das jetzt, dass es theoretisch geht. Hey du mochtest mich nicht. Oh, this outfit is nice. But even if I got it, what would I even wear it for? Inspector Schwarzer, how long have you been standing there? Sorry, I wasn't trying to sneak up on you or anything. I was just a little curious. Have you decided on your club? Ah, well, not really. I'm starting to think that being on the student council, like the principal said, doesn't sound so bad after all. Are you sure that's what you want to do? Das ist irgendwie ziemlich schlecht für mich, wenn das so viele denken. Now, if you'll excuse me. She's quite the ice queen, isn't she? Oh ja, das kann man wohl sagen. Und sie ist auch aus Northumbria, ja, das Thema hatten wir schon. Gut. Ich glaube, nicht mehr so viel ist übrig gerade, ne? Genau, wir sollen noch zur Kapelle gehen, natürlich. Es gibt aber auch noch ein paar andere Geschäfte hier. Ja, hinten gibt es noch Waffen, es gibt auch einen Hobbyshop. Es gibt noch die Radio Station und noch ein Haus ohne Namen. 2 Häuser ohne Namen. Das sind schon immer nur irgendwelche normalen Häuser, wo Leute wohnen und so. Tatsächlich gibt es nämlich auch Leute, die hier wohnen. Okay, da ist die Station, da will ich aber nicht hin anscheinend. Da werden wir wohl noch früh genug hingehen, wobei ich mich frage, werden wir wieder Zug fahren zu den einzelnen Orten? Okay. Wir gehen da hinten noch nicht hin, auch wenn da ein Event ist. Aber wohl noch nicht. Zur Kapelle wollte ich gehen. Wo ist denn die jetzt? Da, natürlich, da ist sie. So, rein hier. Alles schön systematisch abarbeiten, hä? Die Bänke sind ein bisschen verrückt, oder soll das so sein? Sollen die so schräg stehen? Ich meine, okay, dann kann man wenigstens besser in die Mitte gucken. Ist eigentlich recht sinnvoll, vielleicht. Habe ich noch nie so drüber nachgedacht. Leaf's Chapel is similar in size to the one in Trista. Ever since I started working, I haven't been able to come by here, but... I should pray. Nein, solltest du nicht, Rin. Solltest du wirklich nicht. Das ist so wirklich nicht nötig. Warum sind da so viele Leute drin? Hehe, let's read the next page. Come on, everyone. Out loud, together. Yes, ma'am. Seems like they're in the middle of Sunday school. I don't want to interrupt them. Ach ja, stimmt. So werden wir ja die meisten unterrichtet. Na, Kirche, sonntags, immer nur... Zum Beispiel auch Joshua und Estelle. Haben ja auch keine richtige Schule in dem Sinne. Welcome to the Leaves Chapel of the Septian Church. Ah, voice crack. Oh, it's you. This is the first time you've come to worship, right? Sorry, I've been swamped with work. It's okay, but you need to take a break every now and then. A change of perspective works wonders too.
Don't focus too much on a single thing. Thanks for the advice. I've been away for a while, I should come here more often. So, das ist wirklich, wirklich Rin. Also meiner Meinung nach ist das nicht unbedingt nötig. Auch das Licht hier, sehr schön, sehr, sehr schön. Alles sehr schön. Ach, das gefällt mir. Ich bin von allem, was grafisch irgendwie besser ist als den Vorgängern, hin und weg immer noch, aber ich weiß, dass das Spiel eigentlich nicht besonders gut aussieht. Trotzdem bin ich einfach glücklich, dass es so viel besser aussieht. I think I've got the lay of the land now. Oh no. Huh? Was denn? Kapur? Spoiler ich mich gleich irgendwas? Oh nein! Den Namen kenne ich nämlich! judging by his clothes, looks like just a delivery person. I'll put my glasses on just in case, so was. Excuse me, is there a problem? Ich sehe jetzt kompetent aus. This is more than just a problem. I'm the new guy in my delivery company. And some of my deliveries are addressed to places I've never even heard of. Do you have any idea where Thor's Branch campus is? Well, it's no wonder you haven't heard of it. It's pretty new. On top of that, there are two other places I can't find. And have other deliveries to make today, too. I'm not gonna make them at this rate. Even standing here talking, I'm running out of time! Dann geh doch einfach los! Is there any way I can help? I'm actually an instructor at Thor's Branch campus. Really? If you could help me, that'd be great. It'd be no trouble at all. Is there were three places you couldn't find? The Branch campus aside, what are the other two? Jetzt wahrscheinlich der Waffenshop und die Radio Station, hä? Huh? Oh nein, Nine Valley Exchange und ja, Radio Trista. Radio Trista? Warum ist Radio Trista in Leaves? I don't know if they are new or what, but I've never heard of either of them. Oh, and the package for the Branch campus is going to someone named Sandy. Ja, Sandy kenne ich schon. Trista Radio Station, huh? A lot's happened since back then, but I certainly never expected to hear that name here. Ja, wirklich nicht. Ich bin auch ein bisschen traurig darüber, dass wir gestern Abend nicht mehr Abendtime gehört haben, leider. Sie werden nicht allen anderen Abenden immer. I didn't see Sandy at the dorm, so I'd better check around the campus for her. Ja, okay. Vielen Dank. Oder bitte sehr. Thanks, I've got to make my other deliveries now. So in order to confirm the packages were received, can we meet back here when we're both done? Yeah, that works for me. Du machst mir echt viel Arbeit, okay? Wirklich. Aber gut, das ist vielleicht auch nur eine Sidequest. Gut, das ist eine Hauptquest. Okay. Quests with the time limit of short will vanish from your list and you will be unable to complete them. Genau, wenn die Story halt voranschreitet. Das ist tatsächlich das System aus Trails in the Sky. In Trails of Cold Steel war das ja ein bisschen simpler. Man hatte immer Sidequests und dann konnte man die alle abarbeiten oder halt nicht. Oder halt, man macht mit der Hauptstory weiter. Und dann ging es halt weiter. Bei Trails in the Sky ist das tatsächlich so, man bekommt halt Sidequests und kann die dann machen. Man kann aber auch erstmal ein bisschen teilweise mit der Hauptstory weitermachen und die dann noch machen. Es steht immer dabei, wie lange die noch machbar sind und wann sie dann abgebrochen werden, weil man zu weit mit der Hauptstory fortgeschritten ist. Und das ist ein sehr cooles System eigentlich. Das sorgt dafür, dass man die nicht alle auf einen Haufen immer machen muss. Und ja, ist eigentlich ganz nett, dass das jetzt auch anscheinend hier übernommen wurde. So, hier ist auf jeden Fall noch irgendein Event. Was für eins ist die Frage? Hallo? Warum breche ich gerade bei dir ein? Rin found the life of... Was? What? Okay. Once upon a time, there was a tomato named Tomato Neo. He was proud to be born a tomato. And he strove to be a great tomato. Warum passiert das? I'm so proud of you. I hope you grow up to be a delicious tomato, make people happy. Tomaten können niemanden glücklich machen. Tomaten gehören getötet und verbrannt. However, lazy tomato mocked Tomatonio for his dream. Ha, working out is so not cool. It's much cooler to slack off. Tomatonio ignores the lazy tomato's words. Warum gibt es jetzt eine Buchreihe über Tomaten in diesem Spiel? Was ist denn das? Oh nein! Das ist doch wirklich extra nicht gerichtet. Es gab ja auch in den Vorgängern schon diese Tomatengegner. Diese Killer-Tomaten. Das fand ich ja schon total krass eigentlich, aber... I won't give up until my dream... Until I achieve my dream of being eaten. Und noch einen kleinen Worf-Fetisch hat er anscheinend. Okay, das freut mich, aber gut, ist halt eine Tomate. Vielleicht ergibt das Sinn.
Aber okay, die Bücher, die man finden kann, werden anscheinend jetzt auch auf der Karte markiert. Das kann man sich nicht übersehen. Du kranke Frau, was willst du für eine Scheiße? My son Armin hasn't always been this healthy. But he's been getting even better recently, thanks to being able to play with the other kids. I should be grateful for Zach, Tom and Cheryl. Ja, wahrscheinlich hat er zu viele Tomaten gegessen, deswegen ging es ihm nicht so gut. Aber jetzt, wo er aufgehört hat, Tomaten zu essen und lieber draußen spielt, ist alles wieder gut. Ich verstehe das schon, ich kann das nachvollziehen. What the fuck? Was zur Hölle? Das ist aber auch so eine kranke, grundlegend kranke Idee, so ein Buch zu schreiben einfach, ne? This might be a good spot. Ja, wir angeln jetzt, wie es sich gehört. There. Ich muss erstmal auf andere Gedanken kommen hier wieder. Ja. Got a bite. Gut. Okay. Okay, es ist ein anderes Minispiel auf jeden Fall. Es ist jetzt Timing-basiert und nicht mehr Button-Mashing-basiert. Ich glaube, das gefällt mir tatsächlich besser. Got a bite. This Immerhin promising. Gut. Achso, und dann ist es immer noch Button-Mashing, hä? Huh? Oder warte mal. Ich sollte vielleicht mal lesen, was hier steht. Hold down circle to reel in the fish. Watch the fish and let go of the button when needed. Aha, don't hold... Mhm. Okay. Ich muss halten. Okay, ich muss dafür sorgen, dass er nicht wütend ist, aber dass er auch nicht entkommt. Oh, muss ich doch Button mashen? Weil wenn ich Button mashe, dann kommt er langsam voran, aber trotzdem wütend. Okay, ich verstehe das Minispiel gerade nicht. Okay, das probieren wir auf jeden Fall nochmal. There. Ist auf jeden Fall ein bisschen komplexer geworden und es fühlt sich auch ein bisschen mehr wie Angeln an, als einfach nur, naja, Button mashen halt, ne? This is promising. Ich halte gedrückt. Jetzt wieder wütend. Ich halte gedrückt. Er wird aber wütend. Komm schon. Wie soll ich denn näher dran kommen? Okay, aber ja, doch, es klappt. Okay. Das ist interessant. I got it. Ist auf jeden Fall was sehr anderes. Kasagin jedenfalls. 1 von 25 Fischen, die es gibt. Interessant, sehr, sehr interessant. Ich glaube, das Minispiel könnte interessanter werden auf jeden Fall als aus den Vorgängern. Ich muss mich trotzdem noch ein bisschen damit anfreunden, weil ich es gerade noch nicht so wirklich verstehen kann. Aber warum ist Radio Trister jetzt hier? Das ist nicht Trister. Radio Trister, I didn't expect to see them here. I'd heard that with all the reforms they made at the main campus, broadcasting is now heavily restricted in Trister. What the fuck is going on? I wonder what happened to the guy who was working at the radio station, das frage ich mich auch. So, you came to me. Bist du das? Hä? Oh, warte mal, das ist doch der aus Thor's! Monk! I was planning on coming to talk with you. Holy fuck, deine Stimme! You to find me first, was ist mit deiner Stimme los? Ich meine, er hat ja vorher nie einen Voice Actor, aber... Holy shit! Monk! Ja, welcome, das ist der... to Radio Trista. Holy fuck, deine Stimme. It's been a while, Reen. Das ist cool, das ist sehr, sehr cool. I would have offered you some tea, had you been seated. What business do you have with us today? Oh, well... Huh, I see. You haven't changed at all. I can always call on you for a story to talk about on the radio. You haven't changed either. What's in the package anyway? Oh, it's just some recording equipment for the radio. Since we don't have the capital or manpower, I've been fixing the minor issues on my own. I see, that seems like a pain. I was really surprised to hear that you're now the director. You must have been working hard. Well, yes. Tried to sell the shows really hard, but I think this is the best career for me. So, have you completely abandoned Trista? Well, yeah. Our building is still there, but... We've been feeling increased pressure from all directions over the past few years. Anyhow, I'm really happy to be working at the same time as you. So, there are two things I want to tell you. Alright then, tell me already. They're pretty important. First of all, can you go visit the chapel after your deliveries? I'm sure you'll have an interesting encounter. Was? Okay. Okay. An encounter, could you mean? No way, wovon redest du? The other thing, there will be an interesting show on Radio Trista tonight. It's just at 9 PM, please make sure to listen to it. Abendtime? Okay, I'll definitely be listening. That's about it. Sorry for taking up your time. No, I should be sorry for dropping by unannounced, but like, I did. I'll talk to you later, Monk. See ya. Oh, and
Let me give you my Arcus contact info. Oh Gott, ist deine Stimme anstrengend zu machen. Holy fuck, mein Hals stirbt dabei. Aber ich muss krass und männlich klingen dabei. Oh, you're an acquaintance of Monks? That's fine. He's so icky. He's like some introverted hardworking dweeb. Das ist ziemlich gemein, aber wohl wahr. Oh, my name is Linley. Like a Monk, I started working here this year. The two of us don't get along at all. This girl doesn't hold back. Ich merke das schon. Aber ich finde es echt cool, dass irgendein komplett ja, irrelevanter Nebencharakter aus den Vorgängern jetzt einfach wirklich der Typ ist, der hier arbeitet. Das ist sehr, sehr, sehr cool. Ich hoffe, wir treffen noch mehr von denen. Auch wenn ich viele davon wahrscheinlich nicht wiedererkennen werde, weil ich mir nicht alle Charaktere gemerkt habe. Vielleicht, eventuell. Warte mal, wer fehlt noch mal? Wo wollte ich noch hin? Zur Station direkt? Ach so, da wollte ich aber erst hinterher wieder hin, ne? Ich gehe nochmal zum Waffengeschäft hier. Da war ich ja noch gar nicht. Ach nee, es ist... Ah, also hatte ich doch recht. Ja, das ist das Waffengeschäft. Nur es ist auch das Tauschgeschäft anscheinend. Gleichzeitig. Oder nein, es heißt einfach nur so. Es ist trotzdem ein Waffengeschäft, ein reines. Ich dachte, das wäre vielleicht so ein Tauschgeschäft wie bei, oh, wie hieß er denn? Mix, ne? Mix Pawn Shop, genau der. This shop is, it's really dim in here. That's weird. Ha, was, wer, wo? Could have sworn I put the RPG launcher in here. Okay. I leave it sitting in the shipping container, maybe? Did I just hear that right? Oh, you a customer? Bist du nicht auch eine Schülerin? Oder bin ich gerade verwirrt? Jingo, oder? Ich glaube doch nicht. Ich glaube, ich verwechsel da gerade was. Das freut mich. Ich hätte gerne eine RPG. Oh well, I've got a delivery here for you. This is actually pretty heavy. Vielleicht ist da die RPG drin. Oh, this is the RF gun and the unit I got legally. Nice, that was pretty quick. The way she said that. Does that mean she gets things illegally too? Genau, das habe ich auch gerade gedacht. So, you said this was an exchange job, right? What is it you exchange? Huh? The goods, of course. I'm a broker, you know? And you, huh? Seems like you've been through some tough battles. Ah, okay, you pass. I'll let you buy off the black market menu. Was? I can also offer you some weapons eventually, if I like. This place is way too shady. Can I talk to the owner here? Ich glaube, das ist die Besitzerin. Well, since the main source and crossbill, this is just a branch store. But I'm already 12, so you better not treat me like some kid. Ja, das ist die Definition von dem, was ich als Kind behandeln würde. I'm guessing this place is a broker for the black market. Either way, it may be worth my time to check up on the place every so often. Das glaube ich nämlich auch. Finde ich ganz cool. Okay. Okay, ich will erstmal gucken, was ich hier kaufen kann, bitte. That puppy stuff sitting in the front. Is it yours? Huh? You're talking about Cerberus? Cerberus? What a name. Aber hatte nur einen Kopf. So you noticed his potential, huh? Not bad, not bad. I found him a little while before I came to this town. The second door I met, I knew. That pup's gonna make a killer hunter someday. Just you wait and see. Right, anyway. If you need anything, just let me know. I'm just might be able to help you out. Oh yeah, you're pretty weird for a customer. But sure, if I never need to get rid of the shadier merch real quick like, I'll call you. That's what I meant, but I'll let it go for now. Ich würde gerne einkaufen. Was ist das? Okay, kaufe ich wohl. Ist das für... Is it some kind of rare item? More or less, it's pretty rare. I ever got my hands on it. I only get one more in stock, so I'm just gonna pack up Jacob's prize. You want it, you better bring in the Myra. Wow, you're a good businesswoman. But I guess that only goes to show how valuable it is. I should probably stop by again. Ja, und das kaufe ich auf jeden Fall nicht anscheinend. Ich weiß nicht, was es ist, aber das wollte ich nicht. Tut mir leid. Geld, Geld, Geld. So, was kann ich hier kaufen? Ja, Ausrüstung, die ich nicht brauche. Accessoires eine ganze Menge und das war's hier schon mal. Aber Exchange ist ja auch wahrscheinlich das Interessantere, ne? Hier kann ich auch eine ganze Menge Accessoires kaufen. Also nicht kaufen, sondern tauschen. Quartz eine ganze Menge. Ja, das habe ich aber beim letzten Mal immer übersehen, diese ganzen anderen Tabs hier, ne? Im Tauschstore. Da kann ich gerade noch nicht so viel machen. Also eigentlich gar nichts, um genau zu sein, aber... Zumindest schon mal gut zu wissen, dass es existiert. Nein, ich kaufe nichts. Ich habe kein Geld.
und keine Sachen zum Tauschen vor allem. Das ist vielleicht etwas relevanter. So, ich denke, zum Campus will ich immer noch nicht, oder will ich jetzt zum Campus? Ich glaube, ich will jetzt auch zum Campus. Ich wollte erst zur Kirche gehen, nachdem ich eine Lieferung erledigt habe. Also gehe ich wohl zum Campus, wo auch immer der ist. Ich habe mich verlaufen, ich sollte auf die Karte gucken. Wo ist der Campus? Sondern im Ernst. Oder ist der Campus da? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Das ist nicht der Campus, da ist auch nur ein Ausgang wieder mal. Ist da ein Campus? Nein. Ist der Campus hier? Ja, wie schön. Oh Gott. Alles sehr, sehr gut versteckt hier. Ja, ich weiß, so schwer war es nicht versteckt, aber ich stelle mich halt ein bisschen an. Manchmal, okay? Gut, zu wem wollte ich nochmal? Ich wollte in den Garten anscheinend erstmal noch. Das war dann nicht so schwer zu finden. Du hast also den Gärtnereiclub jetzt gegründet, oder wie soll ich das verstehen, Sandy? Ah, this is such a nice spot for gardening, but it's just going to waste. Alright then, I'll take care of this spot as part of my club activities. Oh, hello, Instructor Reen. Club activities, alright, you started a cooking club with Tida, right? Ach so, stimmt, das war sie. Ich dachte, dann wäre sie der Gärtnereiclub, den ja, Fei früher besucht hat. Yeah, I was thinking I could use... Nee, sie ist Fee, oder? Ist sie Fei oder Fee? Oh nein, ich bin jetzt verwirrt, weil Virtue is das Reward, ne? Da gab es einen Charakter, der hieß auch Fei oder Fee. Und da habe ich auch immer verwechselt, ob es jetzt Fei oder Fee hieß, wegen, ja, der aus Trails of Cold Steel. Und jetzt weiß ich nicht mehr, wie die Fee oder Fei hier hieß. Ach, verdammt nochmal, eins von beidem jedenfalls. Yeah, I was thinking I could use this spot to grow some fruits and vegetables. Okay, dann macht er das wohl beides in einem jetzt. Wir haben ja nicht mehr so viele Leute, also auch nicht mehr so viele Clubs. Also gibt es wohl schon Sinn irgendwie. Right? Actually, just this morning, Freddy from Combat Tactics said he wanted to join the cooking club too. He said he'd show us his cooking this evening. Oh, that sounds great. Anyway, I'm glad to hear things are going well. Have fun, you guys. Let me know if there's anything I can help you out with. Yes, thank you. Alright, I almost forgot. Is something the matter? Yeah, there was a delivery for you. Thank you. I'm surprised it got here so quickly. What with this, I can start planting today. Ah, did you order some gardening tools? Sure did. To tell you the truth, I've had my eye on this spot for a while. I had my shovel and gardening scissors sent here from home. I see. Well, enjoy yourself. That takes care of all the deliveries. Okay, dann gehen wir mal zurück. So, ich habe die Lieferung erledigt. Oh no, I just delivered the last one a few moments ago. Du standest die ganze Zeit hier rum, jetzt du nicht so. Looks like you were able to get everything where it needed to go. Yeah, you had the receipts. Yep, it all checks out. Man, I wouldn't have been able to make it if not for you. You really pulled me out of the fire there. I'll make sure to get here earlier next time, so this doesn't happen again. No worries. I'm sure it's rare for so many new addresses to pop up at once. But in spite of all that, everyone was happy to get their deliveries sooner than they expected. What's your guy's secret? Well, actually, we use a light airship for transporting packages. Oh, I see. It's rare to see a private company using an airship in Erebonia. Yeah, we're the only ones who do it. We're fast, we're reliable. You can always count on Kapua Delivery Service. Quite the spiel. Spiel? Okay. Kapua Delivery Service, huh? I'll keep you guys in mind the next time I need to send something. Oh, and by the way, you're that famous Ashen Chevalier, aren't you? Oops, I should have figured you'd notice sooner or later. It was pretty surprising to hear that someone like you became a teacher. Oh man, I've gotta head out to the next delivery as soon as possible. Thanks again for all your help today. No worries. About AP. Okay, ja, ich bekomme AP dafür. Die kann ich sammeln und das ist gut. Dann kann ich im Rang aufsteigen und bekomme Sachen dafür. Ja. 15 Ranks ranging from G to S. Und ich bekomme immer Perks dafür. Ja, okay, cool. Brave Seed bekomme ich auch noch dafür als Belohnung. Oh ja, Monk told me to go visit the chapel. Mach ich wohl. Was auch immer da dann los ist. Aber gut. Direkt rein hier, ich bin sehr gespannt. Treffe ich jemanden, den ich kenne? Ja, die Kinder gehen jetzt alle raus. Ach, vielleicht die Person, die unterrichtet hat. Goodbye, Sister. Yes, goodbye. Be careful on your way home. Wer bist du? Wer bist du? Ach, du bist auch eine von den Schülerinnen, ne?
Ach, die Rosine! Natürlich die Rosine. Wie konnte ich. Den Namen kann ich nicht vergessen, weil ich sie immer Rosine ausgesprochen habe. Ich habe keine Ahnung mehr, wer genau sie ist. Ich weiß nur noch, dass sie Rosine hieß. Und ich sie immer so ausgesprochen habe und ich auch weiter damit machen werde. It's been some time, Rain. Warum echoest du so stark? Wait, Rosine? Ach schön, ach schön. Dass wir die auch nochmal wieder sehen. The way Monk was talking, I thought someone I knew would be here, but I never expected you of all people to come to Leaves. Why didn't you come say hello to me? I'm sorry, it's just that I've been so busy I didn't have the time. Besides, Monk told me it would be better to surprise you. Sheesh, I'm happy to see you again, though. This takes me back to when we were both students. I remember you always helping out at the church in Trista. Ja, ganz ehrlich gesagt nicht mehr so wirklich. Eigentlich erinnere ich mich noch hauptsächlich daran, wie du in Keldik, glaube ich, auch in der Kirche warst, ne? Das war, glaube ich, eine Storyline von dir. Also im zweiten Teil halt. Im ersten Teil bin ich ja kaum in die Kapellen reingegangen, weil ich nicht rein wollte. It seems like so long ago, doesn't it? But now you're an instructor at Thor's Branch Campus. You're following the path you set for yourself. As someone who was rooting for you from afar, I'm happy for you. Second among the Dominion, in fact. I stand at the right hand of our leader, and am known by some as the Partitioner. Was ist mit dir? Was? Worum geht's? But you already know my real name, of course. I've never hidden that from you. I am and shall was? Always be Thomas Lysander. Was sind das gerade für Erinnerungen? Ich erinnere mich da gerade gar nicht dran. I'm a squire, tasked with supporting him in the execution of his duties. You could say I'm an apprentice knight of the Grelsritter. Ich glaube, ich weiß, was das ist. Ich glaube, das sollte ich mal angucken. Vielleicht verlinke ich es euch. Mir wurde mal gesagt, ich soll mir noch irgendwas aus dem New Game Plus vom zweiten Teil angucken. Da gab es wohl noch eine Szene und ich glaube, die hing mit Thomas zusammen. Das habe ich halt schon mitbekommen. Hab's dann aber vergessen, nachdem ich das Spiel durch hatte. Vielleicht sollte ich mir die mal angucken. Ich glaube, das ist gerade aus dieser Szene. Jedenfalls erinnere ich mich nicht daran, dass das mal passiert ist. Ich verlinke euch die Szene wohl auch in der Beschreibung, wenn es das ist. Aber guckt vielleicht mal nach, ob da was verlinkt ist, falls ihr die Szene noch nicht kennt. I think I understand why you came to Leaves. It has to do with your affiliation with the scripture, right? I'll talk about it some other time. I don't know if you'll believe me, but I was looking forward to seeing you again. Regardless of the mission that was given to me, my feelings are sincere. Got it. Thanks, Rosine. I don't have any reservations about helping you. Thank you too. Ja, schön, dass wir schon zwei Schüler von Thors jetzt hier haben in der Stadt und natürlich noch Towa und so weiter, aber ich meine jetzt zwei von den wirklich unwichtigen Charakteren eigentlich. Later, Rosine. Please let me know if there's anything at all you need. Will do, I'll... Ja? Alright, it's time to duel. Let's go to the game store. No way I'll lose. Da hat wohl jemand was verloren. Oh nein, ein Kartenspiel. Das ist nicht Blade. Those were the kids who were at Sunday school earlier, right? What's this card? Oh, that? It's from a card game that's been getting quite popular all across Erebonia lately. I always see the children playing it during recess. I see. Well, it won't be a fair duel if they are missing this. I'll go bring it to them. Are you sure? You must be busy. No worries, I'm here now, so it's no trouble at all. Haha, that's very kind of you. Thank you, and good day. Aber ich denke, bevor wir dann dahin rennen und wahrscheinlich dieses neue Kartenspiel kennenlernen, beende ich auch diese Folge erstmal. Wir kommen echt nicht raus aus der ganzen Erkundung. Das ist wirklich ein sehr, sehr langsamer Start. Ich glaube sogar noch langsamer als vom ersten Teil. Wobei, es könnte ungefähr gleich sein von der Langsamkeit her. Mich persönlich stört das ja gar nicht. Ich erkunde sehr gerne einfach alles ganz langsam und rede mit allen. Ich meine, ich müsste ja auch nicht mit so vielen Leuten reden, wie ich mit den Leuten rede, aber... Falls es euch langweilt, okay. Tut mir leid. Und so, na, genau. Mehr habe ich nichts zu sagen, glaube ich. Ich hoffe, die Folge hat euch halbwegs gefallen. Ich hoffe, es hat euch interessiert, dass ich mit allen Leuten geredet habe und so weiter und so fort, mit denen ich halt geredet habe. Ich habe ja nicht mal mit allen geredet. Mein Gott, es gibt so viele Leute. Wie auch immer, lasst einen Kommentar da. Bis zum nächsten Mal. Ciao.